Vor 10 Jahren begann der Krieg gegen den Irak. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Die Gründe für den Krieg waren erfunden. US-Außenminister Powell präsentiert der Welt Lügen. Alles, was ich heute sage, ist durch Quellen bewiesen. Die Quelle? Ein Iraker in Deutschland. Er hat mir nicht gesagt, dass er vom Geheimdienst ist. Seine Aussagen lösten einen Krieg aus. Mir war klar, das ist ein gewollter Krieg. Dies ist die Geschichte von Wunschdenken, Skrupellosigkeit und Lügen. Der 11. September 2001. Rauchschwaden über New York. Die Supermacht ist schwer getroffen. Amerika steht unter Schock. Die Menschen fürchten sich vor weiteren Angriffen. Obwohl die Terrororganisation Al-Qaida schnell als schuldig feststeht, gerät auch der irakische Diktator Saddam Hussein ins Visier des US-Präsidenten. Dieses Regime hat etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen. Solche Staaten und ihre terroristischen Verbündeten bilden eine Achse des Bösen. Sie bewaffnen sich, um den Weltfrieden zu bedrohen. Beweise dafür, dass der Irak Al-Qaida bei den Anschlägen am 11. September unterstützt hat, gibt es nicht. US-Präsident George Bush will trotzdem in den Krieg gegen den Irak ziehen. Er ist überzeugt, dass das Land eine Gefahr für die USA ist. Den Kriegsgrund wird er mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes finden. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die in Zirndorf bei Nürnberg beginnt. Das Aufnahmelager für Asylbewerber. Hier kommt am 30. Dezember 1999 ein irakischer Flüchtling an. Er ist Chemieingenieur und sucht Asyl in Deutschland. Er wird später den USA den entscheidenden Grund für einen Krieg gegen den Irak liefern. Eine der folgenschwersten Lügen unserer Zeit. Sein Name? Rafet Ahmed Alwan. Heute lebt er in Süddeutschland unter einem neuen Namen. Mein Traum war der vieler Iraker. Ich wollte, dass Saddam vertrieben wird, aber es war allen bekannt, dass jeder, der gegen Saddam Hussein war, erschossen wird. Die Behörde in Zirndorf legt eine Akte an. Ein Chemieingenieur aus dem Irak. Die Beamten werden hellhörig und informieren den Bundesnachrichtendienst BND. Es folgt eine intensive Befragung. Der Mann hatte gehört, ich sei Chemieingenieur. Das könne wichtig sein für die deutsche Regierung. Dass er vom BND war, hat er mir nicht gesagt. Es stellte sich heraus, wohl im Asylantragsverfahren, dass er gearbeitet hat in einer Firma, die eingebunden war in die irakische Rüstung. Und von daher war er einfach interessant als Informant. Für den Westen sind Informationen über das Waffenarsenal des Irak wichtig. Seit der irakische Präsident Hussein 1998 alle UN-Waffeninspektoren aus dem Land warf, ist unklar, wie viele Waffen der Diktator hat. Und Saddam Hussein gilt als skrupellos. Er hat bewiesen, dass er sogar bereit ist, Giftgas einzusetzen. 1988 lässt er die kurdische Stadt Halabja mit Senfgas, Sarin und Tabun angreifen. Bis zu 5000 Menschen sterben. Was weiß der Chemieingenieur über Massenvernichtungswaffen im Irak? Der BND glaubt, einen Top-Informanten gefunden zu haben. Er kennt viele Details und berichtet ausführlich über Waffen- und Forschungsprogramme im Irak. Er darf in Deutschland bleiben und bekommt vom BND ein Honorar. 3000 Euro im Monat. Es gab dann einen durchaus intensiven Kontakt. Er hat eine Menge wertvoller Informationen geliefert, soweit ich das beurteilen kann. Ein Großteil seiner Informationen waren überprüfbar und waren durchaus wertvoll für die Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes. Damit hat der BND allen anderen Geheimdiensten etwas voraus. Einen Insider,
aus dem Irak. Ich sagte ihnen gleich, dass der Irak Chemiewaffen produzieren kann. Nachdem ich wusste, dass es die Deutschen interessierte, bestätigte ich es ihnen nochmal. Sie fragten nach technischen Details, Diagrammen und Zeichnungen. Ich erzählte ihnen, dass ich an den Projekten beteiligt gewesen war. Er berichtet dem BND von seiner Arbeit in einer Fabrik in Djerf al-Nadaf am Rande Bagdads. In der Samenzuchtstation sollen mobile biologisch-chemische Waffenlabore stationiert sein. Ich habe 7 oder 8 Monate in Djerf al-Nadaf in der Saatgutzucht gearbeitet. Ich war der verantwortliche Manager für das Projekt. Wir wollten die Qualität des Saatgutes verbessern. Der Bundesnachrichtendienst gibt die Verhörprotokolle an die britischen und US-Geheimdienste weiter. Es gab ein durchaus eingespieltes Verfahren, dass man bestimmte Erkenntnisse austauschte mit den anderen Diensten. Und dann ist ja immer die Frage, kann man das bestätigen? Wie werthaltig ist die Information? Gibt es Erkenntnisse, die dem widersprechen? Und das ist auch in diesem Fall geschehen. Man hat die Information weitergegeben mit der Bitte und Frage, bitte überprüft das doch mal. Ist das in sich schlüssig? Ist das plausibel? Könnt ihr das bestätigen? Die Amerikaner geben der Quelle aus dem Irak den Codenamen Curveball. Die CIA benutzte das Wort Ball für Überläufer aus dem Ostblock, die Informationen über geheime Waffen preisgaben. Ein Curveball ist ein schwer berechenbarer Ball beim Baseball. Die CIA-Agenten sind beeindruckt. Es klingt nach der Information, die sie schon lange suchen. Er erzählte, ich sah Unfälle mit vielen Toten. Ich sah ganze Waggons und Lastwagen mit Kampfmitteln. Manche Aussagen waren sehr detailliert, bis hin zu einzelnen Pumpen und Ventilen. Der BND möchte Curveball für sich behalten und lehnt es ab, ihn den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Die Deutschen sagten uns, er möge Amerikaner nicht, er spreche kein Englisch. Außerdem würde er nur gegenüber Deutschen aussagen. Ende 2000 kommen erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Topquelle Curveball auf. In Dubai treffen BND- und CIA-Agenten Curveballs ehemaligen Chef Dr. Al-Sati. Sein Sohn soll laut Curveball in Waffengeschäfte für den Irak verwickelt gewesen sein. 1995 war mein Sohn erst 16 Jahre alt. Er ging nach England, um einen Sprachkurs zu machen. Wie konnte er da in Waffengeschäfte verstrickt gewesen sein? Niemals. Danach wurde ich von den Deutschen mit den Aussagen konfrontiert. Sie sagten, wir haben Al-Sahati getroffen und er streitet alles ab. Ich sagte ihnen, Dr. Al-Sahati ist eine respektierte Person im Irak. Sie müssen selbst entscheiden, wem sie glauben. Sie sagten, dann glauben wir Dr. Al-Sahati. Hat Curveball also alles erfunden, um sich wichtig zu machen und eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen? Die Person, die Curveball am besten kannte, war sein enger Freund und Chef Al-Dulaimi. Hier Bilder von Curveball auf Al-Dulaimis Hochzeit. Er kannte Curveballs große Schwäche. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich muss wirklich sagen, dass er ein unglaublicher Lügner ist. A congenital liar. Wie kommen Sie darauf? Weil er immer Geschichten erfunden hat. Sein Spitzname war Rafet der Lügner. Er ist ein Spion, er ist ein Hochstapler. Das ist ein Desaster für die ganze Welt, nicht nur für den Irak. Schon damals sprechen Satellitenbilder gegen Curveballs Aussagen. Hier die Fabrik in Djerf al-Nadaf nahe Bagdad, in der er gearbeitet hat. Er gibt an, dass schwere Sattelzüge ans Lagergebäude gefahren seien. Doch die Bilder zeigen, dort ist gar nicht genug Platz, um mit Lastwagen zu rangieren. Außerdem steht eine fast 2 Meter hohe Mauer im Weg.
Im Frühjahr 2001 beendet der BND in Absprache mit den Diensten Israels, der USA und Großbritanniens die Verhöre. Curveball gilt nicht mehr als verlässliche Quelle. Nach über einem Jahr wird er abgeschaltet. Der ehemalige Top-Informant muss sich sein Geld jetzt mühsam verdienen und in Erlangen Hamburger braten. Der Fall Curveball scheint erledigt, abgelegt im BND-Archiv. Man hatte alle Informationen abgeschöpft. Man konnte bestimmte Informationen nicht verifizieren. Und damit war der Fall zunächst, ich sag mal, von der Aufklärung her, ja, ausgeschöpft. Denn Curveball war ja, ich glaube, bis 1998 nur im Irak. Er hatte ja nur einen ganz beschränkten Zeitraum, den er beurteilen konnte. Für uns war natürlich wichtig im Bundesnachrichtendienst, aber für alle anderen westlichen Dienste auch, wie ist die Zeit denn danach zu beurteilen, nach 98? Wurden diese Bemühungen fortgesetzt oder wurden sie eingestellt? Dazu konnte uns Curveball ja keine weiteren Erkenntnisse liefern. Der 11. September 2001. Die US-Regierung hat sofort auch den Irak im Visier. Sie will das Land angreifen und Saddam Hussein vertreiben. Ein Berater von Präsident Bush, Richard Perle, spricht es gegenüber CIA-Chef George Tenet aus. Er sagte mir im Weißen Haus, Irak muss den Preis für das bezahlen, was gestern geschehen ist. Sie sind verantwortlich. Es ist der 12. September und ich habe den Bericht dabei, der besagt, dass Al-Qaida es war. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Irak irgendetwas damit zu tun hat. Noch während ich den Präsidenten informierte, dachte ich die ganze Zeit nur, wovon zum Teufel spricht Pearl? What the hell is he talking about? Präsident Bush ist umgeben von Politikern der Neokonservativen, einer radikalen konservativen Strömung. Richard Pearl, Vizepräsident Dick Cheney und der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz gehören dazu. Ihr Ziel? Die Dominanz Amerikas in der Welt zu sichern. Sie forderten schon in den 90er Jahren mehr Militäreinsätze und einen Regimewechsel im Irak. Dieser Einfluss der Neokons, der war ideologisch getrieben, unglaublich ideologisch getrieben. Mir war das zum ersten Mal klar, als ich wenige Tage nach dem 11. September im Pentagon mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Wolfowitz diskutiert habe. Und er hat mir dann die Strategie dargestellt, und nämlich, dass es jetzt eigentlich um einen neuen Weltkrieg geht gegen den Terrorismus. Für die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer eine heikle Situation. Wie soll sie mit dem Kurs der US-Regierung umgehen? Der amerikanische Präsident zeigt sich immer entschlossener. Doch noch fehlt ein legitimer Grund für den Krieg gegen den Irak. Irak verhält sich weiterhin feindlich gegenüber den USA und unterstützt Terroristen. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet das Regime an Milzbranderregern, Nervengas und Atomwaffen. Es ist ein Regime, das bereits Giftgas benutzt hat, um tausende eigene Bürger umzubringen. Sie ließen die Körper der toten Mütter über ihre toten Kinder gebeugt liegen. Es ist ein Regime, das internationalen Inspektionen zustimmte und dann die Inspektoren rauswarf. Die USA üben immer mehr Druck auf Saddam Hussein aus. Und der Diktator gibt nach. Im September 2002 dürfen UN-Inspektoren in den Irak einreisen. Die Suche nach tödlichen Kampfstoffen ist mühsam. Lässt der Diktator das Gift in Getreidefabriken und Futtersilos produzieren? Geht das Katz-und-Maus-Spiel mit den Waffeninspektoren der UN weiter? Die lassen alle Raketen mit mehr als 150 Kilometern Reichweite zerstören. Kampfstoffe aber finden sie keine. Ob Saddam Hussein an biologischen, chemischen oder sogar atomaren Waffen arbeiten lässt, bleibt unklar. Wir haben nach dem oder bei dem ersten Irakkrieg als Erkenntnis gewonnen, dass er nicht so weit entfernt davon war, eine Nuklearwaffe zu entwickeln. Deswegen stand er unter Verdacht. Saddam Hussein hat kürzlich versucht, große Mengen Uran in Afrika zu kaufen.